Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Surtag. Wie man sieht, er ist in der ETZ hier hinten. Ich zeige kurz schnell den Anflug. Es ist einmal Zielorte, dann hier unten links ETZ. Dann ist es die Landezone, hier einmal gewundene Bucht. Und hängt er hier oben auf dem Cliff drauf, hier beim gefallenen Skiff. Ja, zudem ist wieder Osiris aktiv, nicht vergessen, ja. Osiris kann man wieder spielen. Nee, kann man nicht. Wieso ist denn das nicht da? Hä? Verstehe ich gar nicht. Naja, bei Legenden kann man auf jeden Fall jetzt Crow das Ende spielen. Ja, kam frisch rein. Kann jeder spielen, ist kostenlos für jeden, nicht vergessen. Ja, kann jeder spielen. Aktuell ist da noch, sind noch einige Sachen aktiv hier. Wettkampfmodus, die Schwierigkeitsstufe für die Aktivität ist festgelegt. Teste dein Können. Ja, da muss ich eigentlich auch nochmal rein, habe ich früher ganz oft gespielt, Crow das Ende. Hat sich wohl ein bisschen was geändert, glaube ich, weiß gar nicht genau. Aber mal schauen, muss ich auf jeden Fall nochmal machen. Und, ja, warum Osiris gerade? Wo ist Osiris? Naja, egal. Geht auch um Sur. So, wir fahren jetzt direkt los. Schauen wir mal nach, was hier los ist. Bei Sur. Und dann sind wir hier auch erstmal wieder durch. Aktuell spiele ich hier Starfield, ne? Das neue Spiel hier. Weltraum, Epos und so. Mal gucken, wie mich das noch fesselt. Aktuell finde ich es eigentlich ganz gut. Und sonst, aber Destiny 2 fängt nächste Woche übrigens das Eisenbanner an. Ja, das erste Mal in der Season 22 das Eisenbanner da ist. Das heißt, es gibt wieder neue Sachen zu looten. Hoffentlich auch schöne Sachen. Das heißt, es wird wieder Eisenbanner gespielt. So, jetzt aber erstmal Gesur. Um das Engramm nicht sofort ziehen, sondern erst rechts das kaufen, was euch fehlt. Diese Woche, also fangen wir erstmal so an. Erstmal hier reingucken. Ja, das, was abgehakt ist, habt ihr schon aus diesem Engramm. Das heißt, wenn ihr das Engramm jetzt zieht und ihr habt irgendwie drei Sachen nicht, ist es 1:3 Chance, dass das raustroppt. Aber wie gesagt, immer erst rechts das kaufen, ein Exos hier, was euch fehlt, auch wenn das nicht keine guten Werte hat, aber wenn ihr es nicht kauft und ihr habt es noch nicht in der Sammlung, könnt ihr es hier raustroppen, das wäre halt komplett ärgerlich. Das Engramm kostet hier 97 legendäre Bruchstücke. Diese Woche als Waffe haben wir Prometheus-Linse Spurgewehr für 29 legendäre Bruchstücke. Da haben wir hier einmal folgende Sachen drauf. Gekammerter Kompensator, Projektionszünder, dann Flammenrefraktion, Kompositschaft und gibt auch einen Cut, ja, könnt ihr in der Cut-Übersicht selber schauen, wo er droppt, und prismatisches Inferno, feuert einen Solarspurstrahl ab und generiert ein schädigendes Wärmefeld, das wächst, während die Waffe weiterhin abgefeuert wird, anhaltender Schaden fügt dem Ziel Versengen zu. Also eigentlich gar nicht schlecht, gibt aber auch ein paar Ornamente hier, Auge des Osiris habe ich einmal, dann einmal Prisma, dann habe ich noch Hethes Urteil oder so, und dann zum Schluss hier nochmal Vulkangestein. Ja, Vulkangestein finde ich eigentlich ganz cool. Ja, das hat schon was. So, dann haben wir hier einmal ein Muss für jeden Jäger. Auch wenn die Werte vielleicht gut sind, aber ein Muss für jeden Jäger. Orpheus Rig Beinschutz. Den muss jeder Jäger mitnehmen, anders geht's nicht. So, Gesamtwert 64. Aufteilung ist okay, finde ich. Ist okay. Also, das kann man jetzt nicht so meckern. Ist okay, kostet 23 legendäre Bruchstücke. Auf jeden Fall kann man es mitnehmen. Weil hier nämlich unheimliche Pfeile bietet Fähigkeiten Energie für jedes durch Todfalle Anker gebundene Ziel. Möbius Köcher hat einen zusätzlichen Schuss. Deswegen, wenn ihr hier halt, wie gesagt, den Fokus spielt beim Jäger, kann ich gerade gar nicht sagen, ich bin ja Warlock, dann müsst ihr halt eben, wie gesagt, nein, wollte ich ja gar nicht kaufen, verdammt, müsst ihr halt ihr eben das hier, nehmen, wenn ihr halt hier mit leere Bogen spielt, wollte ich gerade sagen, leere Fokus spielt mit Möbius Köcher. Das auf jeden Fall reinnehmen, ist ein Muss für jeden Jäger. So, Heiligfeuerherz, Brustschutz, hat früher ganz viel gespielt, jetzt aktuell gar nicht mehr. Die Werte sind gut, 68er Wert, Erholung Disziplin ist erhöht, Belastbarkeit leider nicht so, aber die Werte sind okay, der Wert an sich ist auch okay, kostet auch 23 legendäre Bruchstücke. Sonnenfeuerofen haben wir hier einmal, was mache ich da überhaupt? Wie gesagt, ich komme gerade frisch von der Arbeit, bin voll verpeilt. Hier habe ich noch Ornamente, Förster habe ich noch, genau, das wollte ich noch zeigen. Und dann habe ich hier einmal noch Calliopes Wiegenlied. Das sieht eigentlich ganz geil aus, finde ich, ja. Das habe ich hier noch als Ornamente zur Info. So, jetzt Heiligfeuerherz, da kommen wir nochmal zu hier. Sonnenfeuerofen. Solar-Todesstöße, während man in einem Sonnenfleck steht, erzeugen einen weiteren Sonnenfleck. Das verbessert die Aufladerate deiner Solarfähigkeiten erheblich, während deine Super aufgeladen ist. Bietet einen kleinen Vorteil für die Effektivität aller Waffen in der Luft. Ja, habe ich, ja, 200 Ornamente habe ich hier. Vulkanherz einmal, das sieht ganz okay aus. Und dann haben wir hier noch Arcturus Triebwerk. Arcturus, ne? Ja, das sieht eigentlich ziemlich lustig aus, finde ich. Da ist ein Triebwerk drin hier im Brustschutz, ne? Wenn es fehlt, auf jeden Fall könnt ihr den mitnehmen. Auf jeden Fall auch gutes Exo. Fluchtkünstler Panzerhandschuhe hier einmal, auch guter Wert mit 68. Ja, Erholung, Disziplin, Intellekt erhöht. Auch gar nicht so schlecht die Aufteilung. Kostet auch 23 legendäre Bruchstücke. Da haben wir hier einmal dynamisches Duo. L1 drücken und gedrückt halten, um deine Argus-Granate in eine Argus-Seele zu verwandeln und verstärkt zu werden. Die Argus-Seele fungiert als autonomes Geschütz.
auch gut. Also die Exos diese Woche sind alle gut, die hier sind. Ich habe hier einmal Irons Prahlerei als Ornament. Sieht immer so aus. Und dann habe ich hier noch einmal Flug des Abfangjägers. Das hat schon ein bisschen mehr Style, würde ich sagen. Aber wie gesagt, alle Exos, die diese Woche da sind, auch die Waffe, könnt ihr getrost mitnehmen für euren Charakter. Sind alle gut, wie gesagt. Kann man nicht anders sagen. So legendäre Waffen, welche Waffe jetzt hier irgendwie einen guten Roll hat, God Roll, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Ich gehe jetzt einfach alle durch, will jetzt den Rahmen sprengen. Dann müsst ihr uns die Waffe kaufen, selber testen oder bei light.gg die Perks vergleichen. Ja, ich gehe sie jetzt einfach mal durch. So, wahre Prophezeiung, Handfeuerwaffe mit wahre Sicht-HV, sicherer Schuss-HV, dann verbesserte Geschosse, vergrößertes Magazin, Überfluss, Zeitladung, auch gar nicht so schlecht, gut für PvE auf jeden Fall, mit Nachladetempo. Eigentlich hören sich die Werte eigentlich gar nicht so schlecht an, würde ich mal sagen. Eigentlich gar nicht schlecht. Die Handfeuerwaffe für PvE ist gut. Ja. Gian 7 Gewehr hier, Impulsgewehr hier einmal mit folgenden Sachen. SRO 52 Okular, SLO 10 Post, dann einmal vergrößertes Magazin, panzerbrechende Geschosse, dann Störfaktor und hier einmal Gesetzloser mit Reichweite. Dann haben wir hier einmal Rastersprenger, Impulsgewehr mit, was haben wir denn, kalierter Lauf, Kleinkaliber, Großkalibergeschosse, Leichtmagazin, bewegliche Zielscheibe, Dreschen und hier haben wir noch einmal Reichweite. Dann haben wir hier noch einmal Zündungscode Granatwerfer mit Linearkompensator. Wieso ist das hier unten angeklickt? Gegengewicht, dann einmal Verwirrungsgranaten, auch sehr gut für einen Granatenwerfer, sind Verwirrungsgranaten sehr, sehr effektiv im PvE. Dann Hochgeschwindigkeitsgeschosse, dann auf alles gefasst und einmal Fopalwaffe mit Nachladetempo, auch gar nicht so schlecht eigentlich. Dann 7. Seraph CQC 12 Schrotflinte hier einmal mit gezogener Lauf, Laufummantlung, stabile Geschosse, verbesserte Geschosse, Selbstladerhalter und einmal Schnappschussvisier mit Nachladetempo, also mit Nachladetempo hier. Zorn der Korsaren Linearfusionsgewehr mit kalierter Lauf, Kleinkaliber, ionisierte Batterie, flüssige Spulen, keine Ablenkungen und Demolierer mit Ladezeit. Dann zum Schluss hier noch einmal Fernglas des Bootsmanns, Pfeilspitzenbremse, Weiterlauf, ionisierte Batterie, Partikelrepetierer, Schnelltreffer, Voltschuss, rechter Haken mit Nachladetempo. Auch gar keine so schlechten Werte. Also da sind einige Waffen dabei, glaube ich, die kann man mitnehmen. Ohne Witz. Das hört sich bis jetzt, haben sich einige Sachen gut angehört hier. So sieht es mir aus. So, das Set hier haben wir Kriegsgeist Avatar Set komplett einmal mit 52er Wert. 53, 51, 56, eher schlecht. Aber wie gesagt, wenn ihr das Set haben möchtet, da könnt ihr es euch gönnen. So, exotische Waffe hier einmal Falkenmond Handfeuerwaffe. Diese Woche mit den folgenden Perks. Weiterlauf, jedes Magazin, Auge des Sturms und einmal texturierter Griff. Ja, das ist, also hier habe ich auch noch ein paar Ornamente, wenn ihr die sehen wollt. Auf Ascheflügeln, Glückspilz und einmal Astroraptor. Kann man eigentlich auch wieder spielen, weil parakausaler Schuss ist gar nicht so schlecht, ne? Todesstöße und Präzisionstreffer mit Falkenmond, Gewehren und parakausale Ladungsstapel. Diese letzte Patrone im Magazin verursacht auf der Anzahl der Stapel basierenden Bonusschaden. Das half dann von Falkenmond bei der letzten Patrone entfernt diesen Bonus. Also eigentlich ist die Waffe gar nicht schlecht. Handfeuerwaffen sind diese Season anscheinend sowieso recht stark, also gar nicht so schlecht. Exotischen Code natürlich immer mitnehmen, ja. Dann den fertig machen mit dem exotischen Code. Wenn ihr diesen exotischen Code freigespielt habt, könnt ihr es in Gramm nochmal ziehen. Also einmal für 97 legendäre Wurststücke und das zweite Mal mit dem exotischen Code. So sieht es nämlich aus. Ja, so, dann viel Spaß, wie gesagt, bei euren Aktivitäten und vor allem Code das Ende vielleicht mal testen. Sonst, wie gesagt, Season 22 ist gerade frisch angelaufen, sagen wir es mal so. Und nächste Woche kommt dann Eisenbanner. Ja, das dazu. Viel Spaß beim Zocken. Danke für den Support. Auch wenn es hier ein bisschen durcheinander war alles, aber ich komme frisch von der Arbeit. Ist so. Bis denn. Tschüss. Nur, um ihn leer vorzufinden.